Hallo, danke wieder fürs Einschalten. Heute wollte ich mal schnell zeigen, wie man bei AutoCAD eine Linie teilt bzw. ein Stück im Prinzip herausschneidet oder herausbricht. Dazu können wir hier oben, wenn wir auf dem Reiter Start sind, mal in den Punkt Ändern gehen. Und hier haben wir im Prinzip dann die zwei Auswahlen. Einmal Bruch und einmal ein Punkt Brechen. Wir gehen einmal auf Punkt Brechen. Und wenn wir hier dann unsere Linie auswählen und dort einfach mal draufklicken, können wir dann im Prinzip uns einen beliebigen Punkt aussuchen. Ich nehme jetzt hier mal die Mitte. Und schon mit, wenn ihr jetzt mal die Auswahl seht, sehen wir, haben wir hier zwei Linien, wie gesagt, aus dieser einen Linie erzeugt. Man hat sie sozusagen also wie mit einer Schere einfach durchgeschnitten. Wollt ihr das natürlich an einem bestimmten Punkt machen, empfiehlt es sich vorher einfach mal mit der Linie ein Kreuz zu machen als Markierung sozusagen. Die zweite Möglichkeit ist ein Stück herauszuschneiden. Das machen wir mit Bruch. Und hier können wir, wie in der Vorschau gesehen, eben ein Stück herausschneiden. Das heißt, wir klicken einfach die Linie wieder an und können dann hier im Prinzip schon auch in der Eingabe genau eingeben, wo wir ab der geklickten Linie eben was herausschneiden wollen. Und dort gebt ihr einfach dann euren Wert ein. Ich mache das jetzt mal freihand und schon haben wir hier im Prinzip ein Stück herausgeschnitten und haben, wie gesagt, zwei Teile. Und das ohne großartig Aufwand und andere Tools benutzen zu müssen. Ja, im Prinzip war es das schon wieder. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen.